Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind ja gerade dabei, hier uns vorzubereiten für unsere Tour. So, und zwar kommen da Fackeln rein. Holz, ein Bett, was zu essen. Essen kommt mal hier rein. Ahornsirup bleibt hier. Steak, Gartensuppe. Okay, so. Was müssen wir noch mitnehmen? Auf jeden Fall noch mehr zu essen, das ist klar. Den Atlas bauen wir gleich. Dann holen wir aber noch mal kurz was zu essen. Ahornsirup, wo packen wir das denn jetzt noch hin? Ich würde eigentlich auch sagen drüben, oder? Packen wir das auch mal drüben hin, holen uns aber noch kurz was zu essen. Nochmal ein Stack Saatsuppe. So, ich glaube, das dürfte dann genug sein. Dann, na komm. Da, hallo. So, dann gehen wir einmal rüber, packen aber kurz noch das Weizen hier rein. So, dann gehen wir einmal rüber. Und packen hier das rein. Und das. So, zwei Smaragde kommen nochmal zurück. Die kommen natürlich in unsere Ressourcenkiste. So, Ressourcenkiste hier. Fünf Smaragde haben wir. Was kann man damit jetzt eigentlich machen? Smaragdblock, Versandbehälter. Mark, was ist ein Versandbehälter? Wollen wir den mal kurz craften? Ich meine, wir haben so viele. Und drüben ist einer, der handelt für 16 Weizen als Smaragd, deswegen ist das nicht so schlimm. So, Versandbehälter hier. So, einfach mal kurz gecraftet hier. So, so, das kommt da wieder rein. Die Angeln nehmen wir nicht mit. Angeln werden wir wahrscheinlich so oder so nicht. Wir nehmen aber nochmal eine Eisenspitzhacke mit, eine Eisenaxt. Nochmal eine Eisenspitzhacke, ein Eisenschwert. Wir haben sogar noch eins, sehr gut. Bogen haben wir noch mit Reparatur und Stärke. Eine Axt haben wir schon, eine zweite, ja. Was war das jetzt noch? Eine Steinspitzhacke, okay. Also Backup-Werkzeug. So, verrottetes Fleisch kommt nochmal hier rein. Die Federn brauchen wir eigentlich auch nicht so viele. Kommt nochmal hier rein. So, das muss dann gleich zurück zum Honigding. Ach, hier kann man das so verkaufen. Oh. Hier gibt es neue Sachen. Vielleicht gibt es hier ja einen Kaktus. Die sind schon einmal durch, oder? Nee. Es gibt hier einen Kaktus. Oha, jetzt wird's aber ernst hier. Hallo? So. Ach nee. Ach, Cell heißt ja hier. Och nö. Ey, aber so können wir uns Smaragde kaufen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Achso, wir müssen einmal schlafen. Oh, ich habe schon kurz wirklich gehofft oder gedacht, dass es geht. Ah, da nehme ich jetzt aber echt reingelegt. Das ist ärgerlich. So. Schade, das, also da nehme ich jetzt aber echt richtig reingelegt, ne? Das muss man wirklich mal sagen. So, ich denke mal, wir werden in dieser Folge noch losgehen können. So, wir bringen einmal nochmal das Honigzeug zurück. Was ist das denn? Ein Enderman. Gut, dass ich da nicht in die Augen geguckt habe. Wahrscheinlich kommt er dann gleich. So, zack, einmal da rein das Ganze.
Ja, tut mir leid, ich habe echt keine Ahnung, wie das geht. Muss ich einfach wirklich zugeben. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns den Atlas. Hat das noch eine Spinne? Ja gut, Fäden brauchen wir jetzt. Sind wir nicht mehr darauf angewiesen. Boah, ich habe wirklich ganz kurz gedacht, dass das Kaktus ist, ey. Also kaufen ist und nicht verkaufen. So, das kommt da noch rein, das kommt da noch rein. Essen dürften wir genug haben. Wir fangen mal mit Stachelbeerjoghurt an. Das Bett kommt auch direkt dahin. So, kann man einen Rucksack in den Rucksack packen? Nee, okay. Ist nicht schlimm. So. Genau. Den Atlas. Den hier. Wir brauchen einen Kompass und ein Buch. Kompass, 4 Eisen, 1 Redstone. Kein Problem. 4 Eisen, 1 Redstone. 4 Eisen, 1 Redstone. Na komm. 4 Eisen, 1 Redstone. Kompass und Buch. Dürfte... Ah ne, Papier haben wir sogar noch, aber zu wenig. Buch dürfte auch kein Problem sein. Das war mit Leder auch. Irgendwie... Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie das war. So? Nee. Wie war das nochmal? Ach so. Guck mal, brauchen wir auch tatsächlich nur ein Leder für. So, und jetzt den unbeschrifteten Atlas. So, Zuckerrohr brauchen wir auch nicht so viel. Papier können wir auch nochmal eins zurückpacken. Hier haben wir noch unsere Flop-Karte. Ach so, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ein bisschen Kohle. Könnte auch unverkehrt, also nicht falsch sein. So, geben wir mal eine Decke her. So. Ja. Ah ne, eine Rüstung wäre vielleicht nicht noch schlecht, die bessere, ne? Was gibt es denn alles so für Rüstung? Es gibt Leder, Ketten, kann man gleich noch finden, Eisen, Gold und gehärtetes Leder. Plus 2 Rüstung. Die ist genauso stark wie... Ne, die ist nicht ganz genauso stark wie... Doch. Ja doch, die ist genauso stark wie eine Eisenrüstung. Kerzenmus. Dafür braucht man die Presse dann. Ich glaube, wir brauchen die Presse, um Honig herzustellen. Ja, komm, wir lassen jetzt einfach unsere Rüstung so. Und gucken einmal in den Atlas. So, hier. Da ist unser Zuhause. Hallo? Schreiben bitte. Zuhause. So, fertig. Das Dorf, glaube ich, müssen wir nicht wirklich eintragen. Und ich würde sagen, wir gehen los. Wir brechen auf in eine Reise. Eine Reise des Unbekannten. Ich würde sagen, wir gehen... Schon irgendwas Vielversprechendes? Nee, ne? Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. So, ich lasse das jetzt einfach mal da oben rechts so offen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir gehen einfach mal in die Richtung. So, und jetzt können wir uns nämlich nicht mehr verirren. Ich bin gerade im Überlegen, ob das schlau ist, durchgehend jetzt zu sprinten. Ich meine, eigentlich haben wir es ja nicht eilig, ne? Können wir mal ein paar Kühe hier mitnehmen. Also, das Leder meine ich. So. Nehmen wir noch die eine mit und dann haben wir es auch. So. 4 Leder. Ja komm, die nehmen wir noch. Komm. Dann ist aber auch wirklich Schluss. Na. Ja. So, wie gesagt, dann ist auch wirklich Schluss. So, 5 Leder ist eine schöne Zahl.
Weiter geht's. Ja, eigentlich ist unser Hauptziel sind ja eigentlich nur Kakteen, oder? Kakteen, und wir können auch natürlich noch ein paar schöne Gärten mitnehmen. Gut, die Rosen vermehren sich so oder so nicht. Da wäre es also auch unnötig, die mitzunehmen jetzt. So, hier haben wir ein schönes Schneegebiet. Ja. Ein schönes Schneegebiet. Und da sieht man schon, dass hier jetzt ein Forstbiom ist. Wir bleiben mal oben, oder? Ja, wir bleiben mal oben hier. Hier sieht man schon, dass hier jetzt alles voller Wald ist, nur noch. Ich will die eigentlich immer gar nicht öffnen, aber irgendwie geht das nicht mehr, dass man die so mitnimmt. So, Schweine. Ja, Fleisch, glaube ich, brauchen wir keins, ne? Können wir erstmal leben lassen. So. Wir gehen hier mal runter. Was ist denn da für ein Tier? Ist auch ein Schwein, okay. Das werden Eichen sein, das werden Fichten sein. Ein schöner Garten. Ja, da gucken wir nachher dann, was wir so Neues haben in den Gärten. Wir können ja einen kompletten Rucksack nur nehmen für Gärten. Geht ja auch. So. Hier ist weiterhin ein Forst, da hinten kommt nochmal ein Fluss. Hier ist so ein kleiner Durchgang. Eieiei. So. So. Oh, da, was ist denn das da vorne? Oder ist das kein Fluss? Oh, hier ist eine richtige Steinlandschaft. Und da ist Wasser. Aha, okay. Wo Wasser ist, ist bekanntlich auch eine Wüste. Natürlich nicht. Wir hätten gleich vielleicht nochmal ein Boot mitnehmen können hier, ne? Es gibt auch so einen Crafting-Rucksack, der ist auch ganz praktisch. Da kann man so drin craften dann, wie der Name ja schon sagt. Nee, ist tatsächlich nur ein großer See. Kies ist hier, ein bisschen Ton ist hier noch. Oh, Wasser scheint aber ganz schön viel Energie, also Nahrung zu verbrauchen hier. Da ist ein Huhn. Hallo, liebes Huhn, dich werde ich mal nicht umbringen. Ausnahmsweise. Jetzt habe ich das rohe Rind. Achso, wir haben ja getötet, stimmt. Deswegen habe ich das dabei. Ich habe schon gedacht, ich habe das mitgenommen jetzt. Oh, Kürbisse. Äußerst selten hier. Also, es war jetzt natürlich nur Spaß, ne? So, Eichen. Wir sind ja auch ein bisschen auf der Suche nach neuen Obstsorten. Hier ist leider nichts reif. Schade. Bienending ist da. Fetter Eichenwald, so wie es aussieht. Ja, und wir sind mittendrin. So, da hinten ist nochmal irgendwie was. Sumpf, okay. Sumpf ist ja auch nicht schlecht. Noch ein Bienennest. Gut, ich würde sagen, wir begeben uns mal Richtung Sumpf. Vielleicht ist da nochmal was Schönes. Aber eigentlich suchen wir ja nur eine Wüste, ne? Mehr suchen wir ja nicht. So, hier wäre ein schöner Platz eigentlich, um zu schlafen. Aber wir gehen nochmal zum Wasser. Da ist bessere Luft, die schöne Seeluft. Da kann man besser einschlafen hier. Na gut, im Sumpf weiß ich jetzt nicht, ob das da auch zutrifft. Ich denke mal eher weniger. So, und wir holen unser Bett raus. Ah, das haben wir gleich im Rucksack, okay. Können wir nochmal kurz das hier einräumen. Ja, das sieht doch schon mal ganz schön aus hier. Mal kurz ein Screenshot. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. Können wir noch nicht schlafen. Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir diese ganzen Honigwaben und so auch mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen
Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.